So, dann gucken wir mal, ob hier schon ein paar Setzlinge sind. Und da ist auch schon der erste Kürbis gewachsen. Ja, toll. Muss man dann natürlich immer wieder mit der Feldhacke, oder? Lass mal den Kürbis rein. Unsere erste Holzspitzhacke haben wir auch noch. Na, ein Säppling runtergefallen. Und hier auch noch. Komisch. Wieder nur zwei. Ach, da ist noch was. Nee. Machen wir wieder an dieselben Stellen. Ich hab gedacht, das Eisen. So. Die Federn, warum mach ich das nicht erstmal weg hier? Nee, ich mach das mal so hier. Das könnte eigentlich hierzu. Jetzt mache ich mal ein paar Pilzsuppen. Ohne Holz. Geht natürlich immer gut. Da hinten ist auch schon wieder der nächste normale Wald. Ist ja hier eine sehr waldreiche Gegend, die wir uns da ausgesucht haben. Und hier mitten in einer Winterlandschaft ein normaler Baum. Ist natürlich auch sehr ungewöhnlich. Eine Huhn habe ich schon wieder gehört. Ach, da hinten. So, frohe Sterben. Hier ist ein Setzling. Oh, hier ist wieder ein Huhn. Und da hinten ist das vierte. Die werden nämlich immer zu viert gespawnt. Und ich denke, hier sind sogar acht. Was sind das hier? Und da ist das Ei. Jetzt haben wir 7 Eier gesammelt. Vielleicht mache ich auch in der Welt wieder ein Ei-Tomat. Ich weiß es noch nicht. Es ist immer sehr viel Arbeit. Am Anfang noch nicht. Das ist eher langweilig. Aber dann, wenn man dann schon sehr viele Hühner hat, ist es sehr viel Arbeit. Und ich weiß nicht, ob ich mir das hier nochmal antue. Oh, Kohle. Noch. Ach, wie viel Erde wir haben. Ja, durch das Haus ist das wieder mal. Es wird schon wieder dunkel. Das gibt's doch nicht. Die Kürbisse sind nicht gewachsen. Setzlinge auch nicht. Dafür haben wir wieder zwei. Da einer und da einer. Ah ne, nicht das ist so nah. Machen wir noch hier einen hin.
So, das Holz macht man gleich mal zu solchen. Spitzhacke, die Schaufel braucht man noch, da braucht man eine neue. Brauchen wir bestimmt noch zwei. Und hier noch ausleeren, mal schnell. Ach, einen Pilz, aber wollten wir uns machen. So nicht. Ich weiß ja. So. Die Schüsseln können wir eigentlich hier reintun. Die brauchen wir aber noch nicht. Tue ich auch erstmal da rein. Und dann geht's auch gleich zurück zur Arbeit. So. Das noch. Und dann geht's los. Vielleicht finden wir früher oder später hier auch ein Dorf. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich habe diesen mit diesem Code schon mal gespielt. Also mit dem Startwert. Und ich kann mich schwach erinnern, ein Dorf gefunden zu haben. Aber ich bin mir eben nicht mehr sicher, ob das wirklich die Welt war. Und für die letzten drei haben wir schon wieder kein Holz mehr. Na, ich baue erstmal hier weiter ab. So, und ich glaube, die zweite Schaufel werden wir doch nicht brauchen, aber ist immer gut, wenn man eine auf Vorrat hat, weil die so schnell kaputt gehen, die Dinger. Mensch, ich muss halt ständig husten. Irgendwas stimmt halt nicht. Oh ja, ich kann mich erinnern, hier waren wir. Und haben wir nicht irgendwo auch Lehm gesehen? Ich hatte nämlich damals eine Schaufel gemacht und dann nicht mal gewusst, wo der Lehm war. Oder dann einfach das vergessen. So, und zwischendurch natürlich auch mal Erfahrung holen. Wollen ja nicht immer Level 13 bleiben. Dann habe ich auch schon wieder Eisen gesehen. Und keine Spitzhacke hier unten. Wollen wir gleich mal ausleuchten. Ah, eine Fackel noch. Na gut. Gleich nicht mehr. Ja, ich weiß, dass mit dem Kohleabbauen dauert immer so lange. Aber man braucht sie ja dann doch schließlich für den Ofen oder für andere Sachen. Die Fackeln. Das sind eigentlich die einzigen beiden Sachen. So. Da ist noch mehr. Habe ich nämlich irgendwie gewusst, weil zwei Blöcke das ist selten. So. Wieder keine Dings dabei, kein Holz. Aber dafür reichlich Kohle.
Och, und da hinten ist auch schon wieder ein Kürbis. Wieso baue ich eigentlich immer das Gras ab? Die Samen nehmen dann nur unnötig Platz weg. Im Inventar nämlich. So, Eisenerz ist, kann hier rein. Oh ne, das tue ich mal hier hin. Das Leder habe ich auch noch nichts. Na, ja, mach ich mir meinen Lederhelm, oder? Ich habe da schon Tür nach hier oben. Na, aus dem Leder kann ich mir ja meinen Lederhelm machen. So, und den setze ich mir auf. In dem anderen Let's Play, da war ich mal der Man in Leder. Hatte ich alles aus Leder. Das will ich jetzt mal gleich demonstrieren, auch wenn es nicht viel bringt, weil die Lederrüstung ist die billigste, die es hier gibt. So. Und Rüstungspunkte 3,5. Das werden dann bestimmt noch weniger werden. Weil die sich sehr schnell abnutzt. Weizen. Puh. Erde brauche ich jetzt nicht. Eigentlich brauche ich das Schwert auch erstmal nicht. Die Cobblestones brauche ich und Holz brauche ich auch wieder. Das brauche ich immer. Und da hinten zerpflückt sich der Baum von alleine. Und ich guck mal, ob da noch ein paar Setzlinge liegen. Ach ja, die Hand sehe ich selten, weil ich immer da unten so viel habe. Sieht man meistens nur am Anfang. Wieso fallen ja immer so wenig Setzlinge runter? Ich hatte mal Bäume, da habe ich einen Baum abgeholzt, da waren irgendwie 30 Setzlinge. Das waren noch so Mammutbäume. Aber trotzdem ist sehr viel im Gegensatz zu dem hier. Und ich mach's natürlich immer wieder. Ich baue ständig das Gras ab. Das macht eben Spaß. So. Ach, ich wollte ja nur Setzlinge. Ich wollte ja Holz eigentlich. Und der Kürbis wächst ja ständig nach. Das gibt's doch nicht. Wann wachsen die endlich mal? Am besten ich hole mal das Knochenmehl. Aber da habe ich dann am Ende nur noch eins übrig, weil ich ja 4 Bäume habe, nicht 5. Eins, zwei, Nummer 3 und Nummer 4. So, damit wir wieder mal Knochenmehl kriegen, lasse ich die nächste Nacht mal, die überspringe ich mal nicht und da mache ich die Monster an. Ich ist jetzt immer noch auf Peaceful gestellt. Aber das wird natürlich nicht bleiben. Und hier ist mal ausnahmsweise ein Setzling. Die Axt ist gleich kaputt. Und 22 Holz, das wird reichen. Hoffe ich doch. Setzlinge hole ich mir dann später wieder. Und irgendwann höre ich dann auch auf mit Pflanzen, weil dann sind es genug Bäume. Naja, es
könnte knapp werden mit unserem Holz. Ich hoffe mal, es reicht endlich. Ja, es reicht. So, dann machen wir auch gleich mal ein paar Fackeln. So. Wo ist jetzt die Mitte? Das ist natürlich die große Frage. Sieben. Die hier, das müsste die Mitte sein.